November 2024, ich befinde mich auf einer kanarischen Insel, nämlich der wunderschönen Insel La Gomera. 2,5 Jahre nach meinem Video, warum ich die Kanaren verlassen habe, wollte ich euch hierzu ein kleines Update mal geben. Vorangeschoben möchte ich aber sagen, da das Video oft fehlinterpretiert wurde, meine Gründe, etwas zu tun, müssen nicht deine Gründe sein. Es kann sogar sein, dass es dir hier gerade wegen meiner Gründe, die mich bewogen haben, abzuwandern, du hierhin ziehen würdest. Jetzt zu La Gomera. La Gomera ist eine der kleineren Inseln und zwar befindet sie sich westlich von Teneriffa. Tatsächlich habe ich erwogen, auch unter Umständen den ganzen Winter hier zu verbringen. Aber das, was sich verändert hat auf den Kanaren, leider nicht zum Positiven, sind die Mietpreise. Die sind nämlich seit meiner Auswanderung bzw. Abwanderung explodiert. Wir haben vorher für knapp 500 Euro ein ganzes Haus gemietet auf Gran Canaria. Und jetzt hast du hier Mietpreise. Ich zeig dir mal die Wohnung. Das hier ist eine klassische kanarische Wohnung bzw. ein kleines Häuschen. Ungefähr 60 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, Badezimmer und natürlich entsprechend sehr kanarisch, das heißt die Küchenausstattung zum Beispiel. Das so als Tipp für euch, wenn ihr in eine kanarische Mietwohnung zieht oder auch mietet für die Zeit eines Urlaubs, bringt immer möglichst auch eigene Sachen mit. Das heißt, das hier ist die Messerauswahl. Da ist kein einziges Messer, mit dem man halt wirklich Fleisch oder Fisch vernünftig bearbeiten kann. Hier ist die Messerspitze abgebrochen, da ist die Messerspitze verbogen. Töpfe, Pfannen, da hat man auch meistens das Allernotwendigste nur. Das heißt, hier ist ja eigentlich ein Drei-Personen-Haushalt. Und das ist die Pfanne hier, die es für drei Personen gibt, ein Pfännchen. In dem Fall ist sogar der Teflonbelag noch okay. Das sind in den meisten Mietshäusern auch so, dass der Teflonbelag, sogar die Pfannen schon ziemlich runter sind. Man bringt hier halt das Zeug unter, was man selbst nicht mehr haben möchte. Fenster natürlich alles Einscheibenverglasung, keine Klimaanlage, keine Heizung. So sieht das aus. Anschlüsse, die nicht eben angeschlossen sind. Lichtspärlich, wenig Steckdosen, wie man sieht. Das sind so die Bedingungen, die die meisten Wohnungen auf den Kanaren haben. Das ist jetzt hier kein Negativfaktor, sondern das ist einfach so, wie es ist. Für diese Wohnung hier würde ich jetzt ungefähr 600 Euro Miete bezahlen. Wohlgemerkt, auf La Gomera. Auf La Gomera, und zwar im Norden von La Gomera. Hier gibt es praktisch keine Arbeitsplätze für Ausländer. Und La Gomera hat den Nachteil, dass es eben wesentlich teurer ist. Warum? Die Mietpreise sind niedriger. Jetzt kommt vielleicht noch der Schock für dich. Die Mietpreise sind tatsächlich niedriger als auf den anderen Kanaren inzwischen, ja. Aber die Lebenshaltungskosten sind hier wesentlich höher. Alles muss von der Nachbarinsel Teneriffa hier rüber geschafft werden. Und dementsprechend kannst du ungefähr 10 bis 20%, manchmal 30% höhere Preise rechnen als auf den Hauptinseln Teneriffa und Gran Canaria. Als Beispiel, Sprit zahlt man drüben auf Teneriffa 1,10 Euro. Hier kostet der Sprit 1,45 Euro der Liter. Manche von euch mögen diese Mietpreise nicht so schocken, da in deutschen Großstädten natürlich teilweise ähnliche Preise vorliegen. Allerdings zu einem anderen Lebensstandard, also auch der Wohnqualität. Was ich noch dazu sagen muss, das Internet hier in La Gomera bzw. auf La Gomera ist natürlich wesentlich langsamer. Das heißt, man kann hier kein 5G erwarten wie in Norwegen überall. Hier in den Bergen habe ich oft, wenn überhaupt, 3G, manchmal eben gar keine Verbindung. Und hier das Internet im Haus über WLAN, da fliegt man oft raus. Und die Verbindung, es dauert halt ewig, irgendwas hochzuladen. Besonders wenn man YouTuber ist, wenn ihr vielleicht Expat seid, also beziehungsweise digitale Nomaden und Sachen hochladen müsst, dann kann sich das hier auch recht schwierig gestalten. Wenn ich das Ganze unter der sozialen Komponente sehe, wenn ich mich versuche jetzt in die Situation eines Einheimischen zu versetzen, dann sind diese Mietpreise hier allerdings eine absolute Vollkatastrophe. Man darf nicht vergessen, die Leute verdienen hier 1050 Euro Mindestlohn und mehr kriegen sie meistens auch nicht. Und jetzt versuch mal mit einer Wohnung für 600 Euro kalt, einem Auto, was du hier unbedingt brauchst, Internet, was du brauchst, hier irgendwie noch zu leben. Dementsprechend gibt es natürlich sehr viele Demonstrationen gegen diese völlig ausgeuferten Mietpreise.
Die Leute, die hier Besitz haben, die wollen natürlich daran verdienen und natürlich auch sehr viel da herausholen. Aber eine Krankenschwester, die ist hier wirklich aufgeschmissen, weil sie eben nicht weiß, wie sie das Ganze noch bezahlen soll. Daher leben in Spanien auch eben sehr viele bis zum Alter von 30, über 30 zu Hause, weil sie es einfach gar nicht leisten können, eine eigene Wohnung, einen eigenen Haushalt zu führen. Insofern ist das für mich ein sehr unangenehmes Leben, wenn man halt weiß, man verdient relativ viel und lebt dann unter Leuten, die eben sehen müssen, wie sie klarkommen. Das ist schon, finde ich jedenfalls, sehr unangenehm. Besonders wenn man dann halt sehr reiche Urlauber sieht, die hier dann die dicksten Mietautos fahren, während die armen Kanarios hier 20 Jahre alte, knatternde Kisten fahren müssen. Natürlich würden sie auch gern so dicke Autos fahren wie in Norwegen, aber man hält natürlich die südlichen Länder bewusst arm. Das heißt, die Avocados, die Mangos, die Papayas, die gehen halt nach Norwegen, wo sich die Leute mit meiner Meinung nach völlig überzogenen Gehältern sowas leisten können. Und die Leute hier müssen sehen, wie sie klarkommen. Aber werfen wir mal einen Blick rüber nach Teneriffa. Da sind die Lebenshaltungskosten zwar niedriger, allerdings würde ich für eine solche Wohnung wie hier mindestens 800 Euro bezahlen, wenn nicht noch mehr. Darauf rechnen muss man natürlich Internet und sowas alles, was meistens eben nicht incluido ist, also nicht eingeschlossen ist. Der Nachteil von Teneriffa ist wiederum natürlich, dass die Insel wesentlich dichter bevölkert ist. Ja, überbevölkert ist, genauso wie Gran Canaria. Die Migrationsprobleme, die man auch meistens auf die Hauptinseln schiebt, die kommen noch hinzu. Und natürlich sehr viele Altersresidenten, also sehr viele Rentner, die da ihren Winter verbringen. Die Inseln sind voll. Das ist natürlich hier auf La Gomera nicht der Fall. Tatsächlich habe ich erfahren, so als kleine Nebengeschichte, dass IM Erika, manchmal bekannt auch als Angela M., tatsächlich im Süden von La Gomera ein Domizil hat. Denn das hier ist eine Wanderinsel. Sie ist wohl sehr gerne gewandert oder wandert wohl noch sehr gerne. Das heißt, der Tourismus, den du auf den Hauptinseln hast, den gibt es hier kaum. Hier im Norden von La Gomera gibt es unheimlich viele Fruchtplantagen. Avocado, Mango, Papaya. Das hat mir extrem gut gefallen, denn nachdem ich in Norwegen lange Zeit dieses völlig überlagerte und verfrorene Zeug aus aller Welt gefuttert habe, ist das hier ein ganz erheblicher Qualitätsunterschied. Wie man sieht, ist es hier auf La Gomera grüner, feuchter, aber natürlich auch gelegentlich bewölkter. Dafür hat man eben die Vegetation, die hier richtig blüht und nicht nur künstlich bewässert werden muss. Das Angeln ist hier auf La Gomera auch wesentlich effektiver, beziehungsweise man fängt einfach wesentlich mehr. Liegt möglicherweise daran, dass eben hier weniger Tourismus ist und auch damit natürlich weniger Berufsfische die Fische wegfangen, aber vielleicht auch, weil die Insel insgesamt mehr Fische anzieht. Das seht ihr ja vielleicht in meinen anderen Videos, wenn euch das interessiert. Ich habe mich aber dagegen entschieden, hier den ganzen Winter zu verbringen. Ich fliege heute weiter nach La Palma, da gucke ich mir auch nochmal die Insel genau an. Die ist allerdings auch sehr teuer, allein schon durch den Vulkanausbruch ist der Mietraum da noch enger und das Ganze noch teurer. Das heißt, diese Bude würde ja auch ganz locker zumindest 700, 800 Euro kosten. Möglicherweise ist es auf Teneriffa noch teurer mit 60 Quadratmetern. Das müsst ihr mal selber schauen, zum Beispiel auf Webseiten wie idealista.es. Da findet man langfristige Mieten für die Kanaren. Über Airbnb kann man natürlich auch anfragen. Hier die Bude habe ich halt als Tourist Airbnb gemietet. Der Mietpreis war hier dafür nicht so hoch. Wir haben umgerechnet 45 Euro am Tag bezahlt. Für 45 Euro kriegst du da drüben auf Teneriffa oder auf Gran Canaria Kuscheln mit dem Vermieter. Das heißt, du kriegst bestenfalls ein Zimmer, Küche und Bad teilen. Insofern ist La Gomera besonders für einen Urlaub nicht nur günstiger, sondern auch angenehmer. Einen Mietwagen wirst du hier auf jeden Fall brauchen. Von hier, wo ich jetzt dieses Häuschen gemietet habe, ist es praktisch effektiv unmöglich, irgendwo hinzukommen. Damit ist auch ein Supermarkt gemeint. Der Supermarkt ist zwar nur 2 Kilometer entfernt, ist aber über 150 Höhenmeter Unterschied. Und ob du das runter und drauf laufen willst, wegen Brötchen holen, das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe dann. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Update gefallen, beziehungsweise ihr könnt damit was anfangen und für euch nutzen und entsprechend eure Entscheidung treffen, ob ihr auf die Kanaren ziehen wollt oder vielleicht von den Kanaren ziehen wollt. Bis dann!